Hallo da draußen, es wird Zeit für eine neue Challenge. Meine letzte 10-Tage-Challenge, da ging es ja darum, um in 10 Tagen dirigieren zu lernen. Den Link zu dieser Playlist findet ihr, ich weiß gar nicht, in der Infobox oder unten in der Videobeschreibung. So, als nächste Challenge habe ich mir überlegt, mal ein Blasinstrument zu lernen. Und ich habe da schon mal was vorbereitet. Es ist keine Tuba, so viel sei verraten. So. Das ist ein Tenorhorn, ein bisschen ein verballertes Teil. Geht das Handy da drüben, egal. Aus dem Fundus von einem Blasorchester hat eine wunderschöne Patina. Also, wir sind hier nicht bei Bares für Rares, sondern bei der 10-Tage-Challenge Tenorhorn lernen. Mundstück war jetzt keins dabei, ich habe mir aber schon eins organisiert. So, und so ein paar kleine Infos am Rande. Das Tenorhorn ist normalerweise in B gestimmt. Also ich kenne jetzt auch nichts anderes. Das heißt, das klingt halt eben einen Ganzton tiefer, meine ich. Tiefer oder höher. Ich will jetzt nichts Falsches erzählen. Manchmal bringe ich das durcheinander. Egal. Blechblasinstrument, wie man sieht, ja, gehört zu den Bügelhörnern, ja, und wird in besonders in Österreich manchmal auch als Bassflügelhorn beschimpft, sage ich jetzt einfach mal. So, und jetzt gucken wir mal, ob wir diesem Teil ein paar Töne entlocken können. Gucken, ob irgendwie eine tote Maus drin hängt oder so. Nee, okay. Aha. Das macht ja jetzt schon Spaß. Es wird ja tiefer, ich dachte, jetzt wird es höher. Das war es aber. Da wird es ein Ganzton, ich glaube, das war ein Halbton gerade nur. Mal gucken, was da hinten passiert. Da wird es noch tiefer. Das macht Spaß. So, jetzt müsst ihr wissen, wie das funktioniert. Jetzt interessiert mich vor allem, da brauche ich mal schnell mein Handy. Was überhaupt für ein Ton rauskommt, wenn ich da neu hust. Oh je, das ist aber jetzt blöd zur Hand. Ein klingendes B. Ich muss das irgendwie, ich brauche Notenständer oder sowas. Oder ich hab doch, wo ist mein. Ja. Perfekt. Also die Challenge wäre natürlich, dass du nach 10 Tagen, ja, vielleicht eine Tonleiter, aber das sind ja schon wieder 7 Töne. Aber so ein kleines Liedchen oder so, das wäre natürlich schon cool. Das ist ein saubeschissener Ständer, kann ich euch sagen. So. Rolei. Den würde ich nicht nochmal kaufen. Oh, hier geblieben. So,
Was habe ich denn jetzt gemacht? Ich glaube, ich habe hier drauf. Warum kommt denn da jetzt ein D? Ein C zeigt er an. Müsste ich rausfinden, wie die Griffe gehen, aber jetzt habe ich, was habe ich denn gemacht? Ich habe die beiden und dann, warum auch immer, bin ich dann dahin. Also es ist jetzt tatsächlich ein riesiger Zufall. Ich habe halt irgendwie so, habe mir gedacht, die zwei Finger zusammen, das könnte ja schon mal irgendwas bewirken, dann habe ich das gemacht und dann nur noch ein. Und irgendwie hat es ganz gut gepasst gerade. Das ist ja lustig. So, habe jetzt noch ein bisschen rumgeschaut, bin gerade noch so ein bisschen am Ausprobieren. Die beiden sind das E, beziehungsweise ein klingendes D ist das dann. Probiere ich gerade so ein bisschen. Einigermaßen, also laut Stimmgerät haut es hin. Wackelt ein bisschen, aber nach Viertelnoten vielleicht. Aua, boah, jetzt habe ich mir das. Ich habe ja auch so eine große Zinke, hey, boah. K.O. geschlagen mit Tenor am Mundstück. Also, ich kann jetzt schon sagen, das ist deutlich einfacher als Geige. So, ich habe hier nämlich so ein schönes Heft. Ne? Der nächste Ton wäre ein D, das müsste ja dann ein klingendes C sein. Funktioniert mit 1 und mit 2 anscheinend. Gucken. Tatsächlich. Festgestellt, je nachdem, wie man hier so vom Winkel ist, verändert sich der Ton. Also minimal, aber gut, kann auch mehr. Mann, hey, das C ist zu hoch. Nee, das D ist zu hoch und das C ist zu tief.
Hallo, könnt ihr mich hören? Hallo, hallo, hallo. Das ist ja auch lustig. Das ist ja cool. Wenn er so schlagzeugmäßig schon so ein bisschen Rhythmus manchmal gemacht hat, so da 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 da. Das kann man hier ja wunderbar gebrauchen. Da 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 da. Funktioniert nicht ganz so gut. Schade. Naja, ich übe noch so ein bisschen weiter und halt euch auf dem Laufenden. Mach ich noch so einen ganz tiefen Ton. Das macht Spaß. Ist zwar verballert, aber das geht noch, das Ding. Viele Grüße an der Stelle an die Kolbing-Kapelle Alzenau. Ich hoffe, ihr habt nichts dagegen, dass ich mir dieses wunderschöne Instrument mal ausgeliehen habe. So, genau. Das sollte reichen für die erste Folge. 10-Tage-Challenge. Tenoren lernen und wir sehen uns direkt wieder morgen. Macht's gut, euer Tommy.